Einen wunderschönen guten Tag, Google Chrome-Freunde, ich grüße euch. Ich hatte ja schon mal über Google Chromebooks berichtet und hat damals ziemlich viel Kritik geerntet, weil das war ein Kritikvideo auch von meiner Seite gewesen. Da waren nämlich viele Chromebooks dabei, die hatten einfach ein furchtbar schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dann kamen natürlich die Kommentare, boah, Schuss, du hast dir gar keine Ahnung, hast die Dinger ja gar nicht benutzt, obwohl es darum nicht ging, es ging um Preis-Leistungs-Verhältnis. Und teilweise gab es da wirklich im Store Angebote, da war die Hardware einfach zu schlecht gewesen für den Preis. Das heißt aber nicht, dass ich das grundsätzlich verteufle und deshalb habe ich mir für euch einfach mal so das Billigste geholt, was es gibt. Ist ja das Beste, um sich da ein Urteil bilden zu können. 150 Euro habe ich ausgegeben für ein Chromebook. Es gab jetzt immer mal so das eine Angebot für 150 Euro und ich habe beim Lenovo Flex 3 zugeschlagen. Hashtag selbst geshoppt. In dem Fall bei Cyberport war halt ein Angebot. Gibt es jetzt für 169 Euro. Also jetzt ist nicht, dass ich das Mega-Schnäppchen des Jahrtausends hier geschossen habe. Nein, war halt ein bisschen günstiger. Ich habe mir die Specs trotzdem vorher durchgelesen. Ich habe das Ding jetzt nicht auf blauen Dunst bestellt, damit ich dann auf einen Elektronikschrott auf Chrome OS zu Hause rumliegen habe. Nein, das war natürlich nicht Sinn und Zweck. Ich habe das Datenblatt vorher gesehen und dachte mir, klingt eigentlich wirklich vernünftig. Zumal 150 Euro für ein Notebook, das ist eigentlich schon Low Budget, sind wir mal ganz, ganz ehrlich. 150 Euro, das ist auch für China-Verhältnisse Low Budget. Specs, da ist der MediaTek MT8183 verbaut. Der SoC ist ja natürlich ziemlich wichtig, weil so ein günstiges Notebook, wenn ich ein bisschen damit arbeiten möchte, recherchieren möchte, Office verwenden und Texte schreiben oder E-Mails verfassen, Social Media verwenden, möchte YouTube-Videos anschauen, Amazon Prime und Netflix und Co. verwenden. Und da brauchen wir natürlich einen ordentlichen SoC, damit das alles auch einigermaßen vernünftig läuft. Ja, MediaTek 8183 wird den einen oder anderen nichts sagen, sagte mir tatsächlich auch nichts. Das ist eine ganz neue Serie, die an mir vorbeigegangen ist. Die heißt MediaTek Compenio. Eins vorweg, die Angaben darüber sind widersprüchlich. Das heißt, die Angaben über den SoC. Denn Lenovo selber schreibt 8173. Das habe ich dann schon verglichen. Es ist irgendwie total schwer, den SoC auszulesen. Der Punkt ist, die Angaben von Lenovo, die stimmen nicht mit dem, was ich auslese. Die Angaben von Cyberport mit dem Compenio 500 allerdings, die stimmen dann auch zu dem, was ich eben hier auslesen konnte. Mit allerlei Programmen, nur Geekbench starten, hatten in dem Falle nicht gereicht. Dabei ist der Compenio 500, ist hier ein 8-Core Prozessor, der mit maximal 2 GHz taktet. Kam im vierten Quartal 2019 auf den Markt, ist also noch gar nicht so uralt. Wird in 12 Nanometer gefertigt. Als Grafikeinheit kommt die Mali G72 MP3 zum Einsatz. Die, wie der Name schon sagt, ist eine 3-Kern-Grafikeinheit mit 800 MHz. In dem Preisbereich, ganz ehrlich, vollends zufrieden. Vollends zufrieden, wissen ja, Chrome OS ist nicht Windows 10, der Anspruch ist wesentlich kleiner. Arbeitsspeicher 4 GB in dem Preisbereich. Okay, Festspeicher 64 GB. Das Ding ist für ein Notebook an sich natürlich extrem wenig. Das ist aber auch kein richtiges Notebook. Ja. Chrome OS ist auch viel schlanker, verbraucht weniger Speicherplatz als zum Beispiel Windows und auch die Apps sind wesentlich kleiner. Das ist ja im Prinzip eine Desktop-Version von Android. Deshalb 64 GB sind okay. Wir können außerdem über den USB-A-Anschluss ein USB-Stick anschließen. Wir können außerdem über den Micro-SD-Kartenleser auch eine Micro-SD-Karte einlegen und die dauerhaft als weiteren Datenspeicher verwenden. Kann man also hier sich den Festspeicher einfach erweitern? Ziemlich einfach. Wir haben aber auch, nicht auf der Seite, auf der anderen Seite, noch USB-C. USB-C, USB-A, 3,5 mm Klinke und Micro-SD-Karte. Also Top-Ausstattung, was die Anschlüsse angeht. Das Display haut mich nicht um, ist auch in dem Preisbereich eine solide Angelegenheit für ein Notebook. Wir haben eine 11 Zoll Diagonale, 16:9 Verhältnis und eine Auflösung von 1366x768 Pixel. Dabei ist es glänzend. Ja, also nicht so geil. Ich hab lieber matte Displays. 250 Nits, maximale Helligkeit, auch nicht viel. Und eine Webcam haben wir auch. Mit 720p. Dual Wi-Fi AC, Bluetooth 4.1, die Schnittstellen hatten wir schon. Die Tastatur ist eine deutsche Tastatur, ist im deutschen Layout. Wir haben auch ein Touchpad mit an Bord. Netzteil ist im Übrigen mit dabei, ich habe jetzt die Verpackung jetzt nicht mit rangeholt. Wir können kein Unboxing machen. Netzteil ist auch mit einem Lieferumfang enthalten und zwar eins mit 45 Watt. Das ist wirklich vernünftig, also viel Druck. Geladen wird im Übrigen auch über USB-C, das heißt, es gibt nicht nur einen extra Anschluss dafür. So, wir haben ein Gewicht von 1,2 Kilo. Das geht auch voll in Ordnung. Und Highlight ist für mich, deshalb heißt das Gerät ja auch Flex. Wir haben ein Touchscreen und können das Display komplett umklappen. Jetzt haben wir einfach mal ein Tablet. Und das finde ich wirklich bemerkenswert in dem Preisbereich. Weil ich jetzt eben nicht nur ein Notebook habe, ich habe halt ein Notebook und ein Tablet und kann damit
dann zwei Fliegen mit einer Klappe erledigen. Aber sowas von gnadenlos kenne ich nichts. Da bin ich der Henker der Fliegen. So könnt ihr mich nennen. Vielleicht benenne ich mich um. Moschus, Henker der Fliegen. Das wird schwierig. Zurück zum Flex 3. Es ist ein kompletter Plastikbomber. Das muss man so sagen, wie es ist. Stabilität leidet hier nicht wirklich drunter. Das heißt, hier bewegt sich kaum was, weil das Gerät einfach nicht sehr breit ist. Es ist ja relativ klein. Wir haben ja nur ein 12 Zoll Display. Verarbeitung an sich ist ja auch gut. Wir haben ja auch hier so ein dunkleres Blau. Ja, hier Lenovo-Schriftzug. Das Ganze zuklappen haben wir nochmal. Lenovo-Schriftzug. Dann haben wir so ein bisschen einen Kontrast auf den Deckel. Ne? Das ist glatt, das ist angeraut. Hier steht noch Chromebook, damit wir wissen, dass es sich um ein Chromebook handelt, welches wir da gekauft haben. Die untere Seite, schön breite gummierte Füße, wenn das Ding noch sicher steht. Verschraubte Rückseite, allerdings in der Spezialschrauben, ist kein Standard-Kreuzschlitz. Ach ja, IdeaPad heißt das Ganze im Übrigen noch. IdeaPad Flex 3. Anschlüsse hier auf der linken Seite alle, auf der rechten Seite nur hier Kensington-Schloss und Power-On-Taster. Der im Übrigen eine kleine LED hat, super geil. Und die Lautstärke-Wippe, ja, falls wir das Ganze eben als Tablet verwenden wollen. Die Scharniere sind straff. Wir können das Gerät nicht aufklappen, ohne dass die Basis sich mit anhebt. Wir brauchen also zwei Hände. Allerdings hat es den Vorteil, dass die Scharniere nicht so schnell ausleiern dürften, dass dann irgendwann der Deckel von alleine nach hinten wegklappt. Ja, das Problem kennt man ja von früher noch. Ne? Lautsprecher. Das Display-Body-Verhältnis wäre gut, wenn wir hier nicht so ein bombastisches Kinn hätten. Finde ich ein bisschen schade. Das Gerät hätte kleiner ausfallen können oder optional das Display größer. Die Kamera, die können wir hier dicht machen. Sehen wir auch einen kleinen roten Punkt, der uns dann sagt, ja, die Kamera ist jetzt verdeckt. Nicht mit Spionage hier. Tastatur, sehr solide Angelegenheit. Also ich habe schon Lenovo-Tablets ja vorgestellt, direkt Import aus China damals und ich war begeistert gewesen über die Verarbeitungsqualität und auch hier muss ich sagen, das ist solide Lenovo-Technik. Die Tastatur hat einen vernünftigen Druckpunkt, die einzelnen Tasten haben eine vernünftige Größe, der Hub, ja, Tasten sind etwas flach, aber ich finde, lassen sich trotzdem gut tippen. Es gibt einen klar definierten Druckpunkt, ja, spürt man auch richtig, die Tasten bleiben nicht hängen, auch die größeren nicht, wie zum Beispiel die Leertaste. Ist sicherlich nicht auf dem höchsten Niveau und nicht vergleichbar mit einem 1.000-Euro-Notebook. Das will ich an der Stelle aber auch gar nicht anstellen, weil es nochmal keine 1.000 Euro kostet, sondern 150. Und da muss ich nur sagen, es ist vernünftig gemacht und alles sehr funktional. Auch das Mauspad hier ist sehr direkt, was mir ja sehr wichtig ist. Ja, der Reibungswiderstand der Oberfläche ist okay. Man gleitet doch recht sanft mit den Fingern drüber. Linksklick, rechtsklick, die Verarbeitung ist okay. Im Übrigen werden hier natürlich auch Gesten wieder unterstützt. Fantastisch. So. Das OS. Ja, ich habe tatsächlich Chrome OS vorher nie verwendet. Vorteil, Sicherheitsupdates. Ich bin hier auf November im Moment, also ziemlich aktuell. Wie lange ich Sicherheitsupdates bekomme, das weiß ich an der Stelle nicht. Aber für 150 Euro bekomme ich normalerweise gar keinen wirklichen Sicherheitssupport. Der Touchscreen im Übrigen, der ist gut, reagiert instant auf meine Eingaben. Wenn ich das jetzt auch so verwende, seht ihr, da wird jetzt eine Onscreen-Tastatur eingeblendet, die auch soweit ganz gut funktioniert. Ich muss also die mechanische Tastatur nicht verwenden. Ich kann auch mit der Onscreen-Tastatur jetzt irgendwelche Nachrichten schreiben, zum Beispiel E-Mails, wenn ich das möchte. Was Chrome OS angeht, ja, wie erwähnt, ich hatte jetzt gar nicht so die Erfahrung gehabt und ehrlich gesagt dachte ich wirklich, es wäre schon irgendwo was Eigenes. Ich kannte das ja bisher auch eher aus der Werbung. Tatsächlich habe ich erstmal gebraucht, um zu bemerken, dass ich hier gar kein Smartphone mit Android in Hand halte, sondern wirklich eben ein Notebook mit was Eigenem. Man hat volles Brett, die Android Experience. Man hat ja auch hier den Play Store und kann sich eben ganz normale Android-Apps aus dem Play Store laden. Es funktioniert nicht alles. Manche werden dann einfach nicht gefunden, weil sie dann nicht kompatibel sind. Aber es funktioniert ziemlich viel. Ihr seht ja, es gibt immer mal so kleinere Übergangsruckler. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt alles schon so im Hintergrund mitläuft. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, lässt sich mit dem Notebook hier aber richtig gut arbeiten. Chrome OS hin oder her. Ich arbeite ja letztendlich auch viel Zeit mit Android. Wow, was ist denn das für ein Taschenrechner? Höchst kleine Tasten. Ja, da kann ich jetzt hier wirklich eine große Logdatei erstellen. Schön. Ja, wie ihr seht, mit einer einfachen Geste komme ich wieder zurück hier auf den Homescreen, beziehungsweise bin jetzt hier im App Drawer. Ich überlege gerade, was ich verwende. Ich benutze hier so eine Art Web-Version von Office, also für Word, für Excel-Dateien, für Präsentationen. Ja, da braucht man natürlich Internet dafür und ja, man hat gewisse Verzögerungen, weil es ja hier einen Datenaustausch online gibt. Aber insgesamt muss ich sagen, benutze ich das sehr gern. Es ist kostenfrei, wir haben hohe Kompatibilität, es wird online gesaved in der Cloud, ist also auch von allen Geräten zugänglich. Und auch wenn es nicht ganz so komfortabel, ganz so ruckelfrei und verzögerungsfrei funktioniert, wie wenn
wenn wir direkt lokal auf dem Gerät arbeiten würden, zum Beispiel mit Microsoft Office. So ist es eben eine kostenfreie und irgendwo immer noch komfortable Lösung, weil es ja auch mit Vorteilen verbunden ist. Also nutze ich hier. Benchmarks funktionieren natürlich trotzdem, unter anderem der Work 3.0 Performance Test von PCMag. Bescheinigt uns hier mit 6700 Punkten. Ja, Mittelklasse im unteren Bereich, also untere Mittelklasse-Bereich. Hier, der Geekbench sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Gut, der Single-Core-Wert hier mit 297 Punkten, sicherlich jetzt nicht beeindruckend. 1407 hier im Multicore in dem Preisbereich, wenn man bedenkt, dass es Notebook ist, wenn man bedenkt, dass es mit Chrome OS läuft und dass es auch gleichzeitig ein Tablet ist. Bei der Ausstattung bin ich mit der Leistung hier von den Compagno echt voll zufrieden, sind auch meine ersten Erfahrungen mit dem SoC. Lese- und Schreibwerte definitiv eher schlecht in dem Preisbereich. Okay, was bedeutet das in der Praxis? Kann ich euch auch zeigen, indem wir jetzt einfach mal Asphalt starten. Das Betriebssystem an sich, das läuft ja recht solide. Da müssen wir bestenfalls oder schlimmstenfalls mit Rucklern, mit Animationsrucklern rechnen. Stürzt allerdings nicht ab, da friert nichts ein und wir haben auch nicht total kranke Ladezeiten von YouTube, Facebook und Co. Wahrscheinlich daran liegt, dass der Browser halt von Microsoft kommt und Microsoft ist ebenfalls semi-beliebt. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Akkulaufzeit, dazu habe ich noch nichts gesagt. Ausgemessen habe ich es so jetzt erstmal nicht, aber ich habe das Gerät jetzt bestimmt 2-3 Monate verwendet und ich kann nur sagen, die Akkulaufzeit ist für ein Tablet-Schräger-Notebook-Kombination einfach insane. Das Ding hält ewig. Dann habt ihr jetzt ja soweit alles Wichtige erfahren. Ihr habt ja gesehen, das Game funktioniert soweit ganz gut. Soundwiedergabe ist soweit ganz in Ordnung. Man kann sich auch Videos anschauen, da halt nur auf HD-Auflösung, ist ja klar. Lautsprecher machen soweit auch ganz guten Job. Zur Not kann man über Bluetooth noch Kopfhörer verbinden. Externe Bluetooth-Box geht ja beispielsweise auch, ist kein Problem. Können wir uns sogar mit Klinke anschließen. Oder? Jupp, geht auch. Ich kann nur das sagen, was ich auch damals gesagt habe, es gibt durchaus gute Angebote und das ist auf jeden Fall eins davon, also für 150 Euro. Selbst wenn es kein Chromebook wäre, sondern irgendwas von AlduCube oder von Westking oder von Yumidigi, dann hätte ich das auch für genauso gut befunden, wie ich das halt jetzt für gut befinde. Chrome OS, ja klar, gerade so für Studenten oder für Leute, die eben nicht mit dem Gerät richtig arbeiten, also Videoschnitt beispielsweise machen, weil... Ich weiß nicht, da wäre ja wahrscheinlich dein Chrome OS eher ungeeignet dafür. Vor allem aber würde die Hardware das überhaupt nicht packen, den ganzen Quatsch dann zu konvertieren und das in Echtzeit zu bearbeiten. Jedenfalls nicht bei einer höheren Auflösung oder bei längeren Cliplängen. Das ist Blödsinn. Aber gerade so zum Spaß haben, absolut. Ich kann damit auch meine E-Mails beantworten. Ich kann damit auch recherchieren, was ich auch ab und zu mal mache oder Texte korrigieren. YouTube schauen, klar. Und natürlich auch zocken, klar. Also Asphalt, das macht richtig Laune. Das Display ist übelst groß und es lief ja auch absolut solide. Weil die Benchmarks auch gezeigt haben, das ist kein schlechter SoC, auch wenn das Gerät relativ günstig ist, noch bei Chrome OS, was ja irgendwo wie Android ist, ne, recht schlank ist, laufen die Games dann auf der Hardware dann eigentlich auch recht vernünftig. Ich bin beeindruckt, definitiv. Mein Tipp am Ende des Videos, schaut euch immer vorher das Datenblatt an, dann schaut, was ihr dafür bezahlt und entscheidet danach. TikTok-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung, da findet ihr aber auch andere hilfreiche Links, zum Beispiel zu meiner Website moschus.de, gibt es auch ein Forum, da könnt ihr miteinander diskutieren, zum Beispiel über das Chromebook, auch über viele andere Themen oder Geräte. Und eine Liste mit all den Geräten, die ich so teste, findet ihr auch in der Videobeschreibung, wo man das dann auch beziehen kann und nochmal so eine kleine Übersicht. Schön. Ich denke mal, das reicht zu einer Werbung. Klar, ihr könnt den Kanal noch abonnieren. Gratis. Ja, wie jeder dann auch. Bis dahin. Ciao.